Nächste Rednerin kommt vom Team Stronach, es ist dies Martina Schenk. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, werte Mitglieder der Bundesregierung, Frau Staatssekretärin Hohes Haus. Dem Kollegen Strolz habe ich beim Runtergehen schon gratuliert zu seiner Rede. Er hat sehr viele wichtige und richtige Punkte angesprochen und ich kann dich hier nur unterstützen und bin hier ganz deiner Meinung. Nicht der Meinung bin ich und ich möchte hier zusammenfassen, so wie ich die heutige bisherige Performance der SPÖ sehe, nämlich schwach, schwächer SPÖ. Sowohl was der Herr Kanzler heute auf diesen dringlichen Antrag geantwortet hat, als auch die Wortmeldungen, die bis dato von den SPÖ-Abgeordneten gekommen sind. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass einige SPÖ-Abgeordnete des sinnerfassenden Lesens nicht mächtig sind. Und der Kollege Matznetter hat das heute hier auch zur Schau gestellt. Und ich darf an dieser Stelle aus der besagten Studie zitieren, ja, und auch richtig zitieren und auch richtig vorlesen. Ich kann nicht nur sinnerfassend lesen, sondern auch richtig vorlesen. Und aus dieser Studie geht hervor, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass sich 53% der steirischen Hoteliers und Gastronomen gegen ein generelles Rauchverbot und für eine Beibehaltung der derzeitigen Regelung aussprechen. Punkt 1. Punkt 2. 43% der steirischen Hoteliers und Gastronomen befürchten durch das generelle Rauchverbot Umsatzeinbrüche. Punkt 3. 49% der steirischen Hoteliers und Gastronomen sind gegen eine Registrierkassenpflicht. Punkt 4. 46% der steirischen Hoteliers und Gastronomen fühlen sich durch das Vorgehen der Finanzpolizei kriminalisiert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, das kann man hier herauslesen und wenn man sinnerfassend lesen kann, dann kann man mit dieser Studie auch dementsprechend umgehen. Aber Sie dürften nicht nur oder einige von Ihnen nicht sinnerfassend lesen können, Frau sondern sich auch nicht... Ich ersuche Sie ein wenig um Mäßigung bei Ihrer Ausdrucksweise. Sie sind am Wort. Ich weiß schon, wie ich meine Ausdrucksweise wähle und hier sind hier im Parlament und ich glaube, jeder sollte seine Worte frei wählen dürfen. Ja, ja Frau und wenn Abgeordnete, wir das ist selbstverständlich möglich. Wenn Sie das nur als Vorwurf formulieren, dann mache ich Sie darauf aufmerksam, dass wir auch vereinbart haben, dass die Würde und das Ansehen des Hauses durch die Wortwahl nicht verletzt werden soll. Ich ersuche Sie nur, sich an die Usanz des Hauses zu halten. Ich glaube, das ist in dieser Debatte auch möglich. Ist Ihr gutes Danke. Recht, aber ich würde Sie ersuchen, mich nicht um meine Redezeit zu bringen. Ja? Ich darf hier auch zitieren, anscheinend haben Sie Parteien, die noch nicht eine gute Gesprächskultur mit ihren eigenen Landeshauptleuten, denn wenn ich hier Landeshauptmann Nissel zitieren darf, der am 15.04. dieses Jahres zum Rauchverbot gesagt hat, wäre ich ein Wirt, würde ich mich auch gefrotzelt fühlen. Ja? 100 Millionen haben die Wirte investieren müssen in den Umbau, wir haben schon gehört, und jetzt soll wieder alles anders sein, dieses Geld quasi wurde in den Ofen geschneudert. Ein weiteres Zitat von Ihrem Landeshauptmann Nissel darf ich Ihnen auch zur Kenntnis bringen, wo er von großen Fehlern spricht bei der Gegenfinanzierung und hier bezog er sich auf die Registrierkassenpflicht und die Mehrwertsteuererhöhung im Tourismusbereich. Ja? Vielleicht sollten Sie hier einmal parteiintern die Gespräche führen und uns dann die Ergebnisse hier auch zur Kenntnis bringen. Ich wäre sehr neugierig darauf. Ich möchte nun auch kurz eingehen auf die wichtigen Inhalte und hier auch vor allem an das, auf das vorgesehene Rauchverbot, das ja angekündigt wurde und 2018 kommen soll. Wir haben schon gehört, dass die Wirte und Wirtinnen also 100 Millionen in den Umbau investiert haben, jetzt alles wieder anders werden sollte. Es gibt keine Vorschläge für viele Probleme, die zu erwarten sind, wenn dieses Rauchverbot denn kommt. Wie schaut es denn aus, wenn die Raucher vor die Tür gehen? Ja? Hier gibt es einerseits dann die Probleme mit der Lärmbelästigung, die Anrainerprobleme. Hier gibt es ja, hat es in Paris ja schon einige Entwicklungen gegeben, was dann teilweise sich auch wieder negativ auf die Öffnungszeiten der Lokale ausgewirkt hat, weil es hier Anrainerbeschwerden gegeben hat und das ist wieder auf den Rücken der Wirten ausgetragen worden. Ja, und das kann hier in Österreich bei uns auch passieren. Weiters ist ein Problem, was mit den weggeworfenen Zigaretten passiert, mit den Kippen. Ja. Hier kommt es zu erhöhten Kosten der Entsorgung. Na, auf wen wird das aufgerechnet? Dann auf die Wirte und in weiterer Folge auch auf die Konsumenten. Ein weiterer finanzieller Punkt, eine finanzielle Belastung, die auf die Wirte zukommen wird, ist nämlich auch die Kosten, einerseits die Anschaffungskosten und die Energiekosten für die sogenannten Heizschwammerl. Wenn man diese rausstellt in den Monaten, wo man eben
diese Heizschwammerl benutzen muss oder einschalten muss, dann ist das für die Wirte ungefähr gerechnet noch einmal eine monatliche Belastung von rund 5.000 Euro. Ja? Und wie soll sich das ein Wirt heute noch leisten können, meine sehr geehrten Damen und Herren? Diese Vorschläge lassen viel mehr Fragen offen, als sie lösen und bringen den Wirten, den Konsumenten keine Verbesserung und bringen sie auch nicht weiter. Die Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss handeln und endlich wieder unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen schaffen und nicht den Unternehmen, den Wirten immer mehr Auflagen, immer mehr Verschärfungen, immer mehr Kriminalisierung zu unterstellen. Das wird auf die Dauer nicht gehen und die Leute gehen auch auf die Straße. Ich war auch bei der Demonstration vor dem Parlament dabei und es gibt nicht nur diese Studie, den Aufstand der Wirte, sondern ich würde Ihnen auch empfehlen, Zeitungen zu lesen. Hier zitiere ich vielleicht auch noch den Standard, wo viele Schausteller sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, weil die Schausteller trifft das ja besonders, die Markthändler, die Leute, die mit den Kinderkarussellen durch die Gegend fahren, die sind hier stark betroffen und ich würde gerne wissen oder eine wirkliche Antwort haben, was Sie diesen Menschen sagen und wie Sie mit deren Problemen umgehen. Danke. Martina Schenk war das vom Team Stronach. Wir sind mitten im dringlichen Antrag des Team Stronach an Bundeskanzler Werner Faymann. Der Titel des dringlichen Antrags ist: Stirbt der Wirt, stirbt das Dorf.